Es mag scheinen, dass die Wissenschaft heute mit unserer recht fortgeschrittenen technologischen Entwicklung ziemlich jedes natürliche Phänomen erklären kann. Aber das ist nicht immer wahr. Einige Dinge verwirren Experten immer noch und zwingen sie dazu, exotische Theorien aufzustellen. Lassen Sie uns einige dieser Phänomene genauer betrachten. Die Hessdalen Lichter sind ein rätselhaftes Phänomen, das man im Hessdalental in Zentralnorwegen beobachten kann. Die Sache ist, dass oft sehr ungewöhnliche Lichter über dem Tal zu sehen sind. Sie erscheinen meistens bei Nacht. Die Lichter sind typischerweise weiß, aber sie werden gelegentlich gelblich oder rötlich. Niemand weiß, was sie ihre Farbe ändern lässt. Darüber hinaus können die Lichter sich bewegen. Und wenn sie in einem Moment anscheinend regungslos in der Luft hängen, können sie im nächsten Moment blitzschnell irgendwohin reisen. Es gibt keinen bestimmten Ort, an dem sie auftauchen, und man kann die Dauer ihres Verweilens nicht vorhersagen. Trotz aller Forschungen, die seit den 90er Jahren durchgeführt wurden, können Wissenschaftler dieses Phänomen und das seltsame Verhalten der Lichter immer noch nicht erklären. Das Sardinenwanderung dauert von Mai bis Juli. In dieser Zeit schwimmen Millionen von Sardinen entlang der Ostküste Südafrikas nach Norden. Man kann sich wahrscheinlich die Fressorgie vorstellen, die zu dieser Zeit beginnt. Es wird angenommen, dass die Wassertemperatur unter 21 Grad Celsius sinken muss, damit die Wanderung beginnt. Dieser Pilz mit dem schwierigen Namen Choreoactis gister kommt nur in Japan und Texas vor. Und das verwirrt Wissenschaftler extrem. Warum nur an diesen beiden Orten? Es stimmt zwar, dass sie auf demselben Breitengrad liegen, aber das sind definitiv nicht die einzigen Orte auf dieser Linie. Außerdem sind sie so weit voneinander entfernt. Nach DNA-Studien an den Pilzen im Jahr 2004 vermuteten Experten, dass die beiden Populationen vielleicht vor etwa 19 Millionen Jahren in zwei Linien getrennt wurden. Auf der zentralen Insel Flores gibt es einen 3000 Fuß hohen Vulkan namens Kelimutu. An seinem Fuße befindet sich eine kleine Stadt. Wenn Sie die Hauptattraktion der Gegend sehen möchten, werden Sie mit ziemlicher Sicherheit dort übernachten. Und die Attraktion, von der ich spreche, sind drei Seen, bekannt als der See der Alten, der See der jungen Männer und Mädchen und der verzauberte See. Warum sind diese Seen so beliebt und ziehen so viele Menschen an? Sie wechseln unerklärlicherweise die Farben. Alte Legenden behaupten, dass die Seen die letzte Ruhestätte menschlicher Seelen sind. Und diese Seelen verweilen in verschiedenen Seen, je nach ihren Handlungen. Was die wissenschaftliche Forschung angeht, hat noch niemand eine durchgeführt, um die Ursache für die wechselnden Farben zu entdecken. Aber Theoretiker vermuten, dass dies auf unterseeische vulkanische Aktivitäten zurückzuführen sein könnte. Diese könnten Mineralien an die Oberfläche des Sees drücken. Je nachdem, welche Elemente das sind, können die Seen blutrot, leuchtend türkis oder olivgrün werden. Aber das Coolste: Die Seen haben nie alle gleichzeitig die gleiche Farbe. Dieses Phänomen ist einzigartig und wurde sonst nirgendwo auf der Welt beobachtet. Jene, die schon einmal das nervige Geräusch gehört haben, das ein Wasserkocher macht, um ihnen mitzuteilen, dass das Wasser darin kocht, können sich vorstellen, wie das Pfeifen klingt. Auch wenn dieses Geräusch nicht so blutrünstig ist wie einige andere unerklärliche Geräusche, macht es das Pfeifen nicht weniger mysteriös. Es ist unglaublich schwer zu fassen. Im Jahr 1997 konnte nur ein Unterwassermikrofon es aufnehmen. Damals konnten die Forscher die Geräuschquelle nicht genau lokalisieren. Die wahrscheinlichste Ursache für den ungewöhnlichen Ton ist ein Ausbruch eines der Unterwasservulkane. Aber auch hier gibt es nicht genug Beweise, um sicher zu sein. Es gibt wahrscheinlich keine Person auf der Erde, die sich nicht über das Geheimnis des Bermuda-Dreiecks wundert. Aber nicht jeder weiß, dass es ein anderes Dreieck gibt, nicht so berühmt, aber genauso gefährlich. Das Drachendreieck oder das Teufelsmeer liegt zwischen Japan und den Bonin-Inseln. Es erstreckt sich auch über einen großen Teil der Philippinensee. Deshalb nennen die Leute diesen Ort auch das pazifische Bermuda-Dreieck. Überraschenderweise, oder auch nicht, befindet sich das Teufelsmeer genau gegenüber vom Bermuda-Dreieck. Schiffe und Flugzeuge verschwinden hier mit der gleichen Regelmäßigkeit wie im Nordatlantik-Dreieck. Menschen berichten auch von gesichteten Geisterschiffen auf hoher See. Während Wissenschaftler logische Gründe für das Verschwinden der Schiffe und Flugzeuge liefern, glauben die meisten Menschen immer noch an die übernatürliche Natur des Drachendreiecks.
Zum ersten Mal wurde 1991 im Pazifischen Ozean ein seltsames Geräusch registriert, das später das Aufstreben genannt wurde. Eine der ungewöhnlichsten Eigenschaften des Geräusches ist, dass es sich ständig verändert. Es variiert von hohen zu niedrigen Frequenzen und dann wieder zurück. Man kann es im Frühling und Herbst besser hören als im Winter und Sommer. Das Geräusch reißt vom Boden des Ozeans zur Oberfläche. Wissenschaftler haben eine Theorie, die dieses Phänomen erklärt. Sie glauben, dass es die Aktivität von Unterwasservulkanen sein könnte, die den Ton verursacht. Heiße Lava, die in das eiskalte Meerwasser strömt, könnte theoretisch solch ein Geräusch erzeugen. Aber die Forscher haben noch keine Beweise gefunden, die diese Theorie bestätigen. Auf der schmalen Kurischen Nehrung, die die Ostsee vom Kurischen Haff trennt, befindet sich einer der bizarrsten Orte auf der Erde. Die Einheimischen nennen dieses Gebiet den tanzenden Wald, weil die Kiefern in diesem Wald erschreckend ungewöhnliche Formen haben. Sie winden sich in Spiralen und Kreisen entlang des Bodens. Natürlich gibt es einige Theorien, warum das passieren könnte. Einige Leute behaupten, dass an dieser Stelle einst riesige Mengen positiver und negativer Energien aufeinanderprallten. Bodenständigere Personen glauben, dass der Grund geologischer Natur ist. Der sandige Boden in der Gegend ist zu instabil, um Bäume aufrecht wachsen zu lassen. Die beliebteste Theorie ist, dass starke Winde, die vom Wasser wehen, die Form der Bäume beeinflussen. In jedem Fall sind die Experten noch zu keinem endgültigen Schluss gekommen. Der Patomsky-Krater wird als Berg mit perfekter Form beschrieben. Seine Größe übersteigt die eines 25-stöckigen Gebäudes. Er steht mitten im Wald, wirkt mit seiner abgeflachten Spitze ziemlich beeindruckend und bietet einen erstaunlichen Anblick. Tatsächlich ist die Form des Kraters ziemlich ungewöhnlich. Er hat eine gerundete innere Kuppel, die rund 12 Meter hoch ist. Auf den ersten Blick sieht diese Formation wie ein Vulkan aus. Doch nach näherer Betrachtung könnten Sie erkennen, dass dies nicht der Fall ist. Die Kuppel im Zentrum des Kegels ist für einen Vulkan äußerst unüblich. Darüber hinaus hat es in dieser Region seit Millionen von Jahren keine Vulkane mehr gegeben, während das Alter des Kraters auf etwa 250 Jahre geschätzt wird. Die eigenartige Form, die der Krater hat, gleicht nichts, was Wissenschaftler jemals gesehen haben. Dies, sowie die Tatsache, dass keine Theorie den Ursprung der Formation erklären kann, trägt zum Mysterium um ihn bei. Und das ist nicht das Erschreckendste. Nachdem Forscher die Wachstumsringe der Bäume in der Nähe des Kraters analysiert hatten, stellten sie fest, dass die Bäume eine Zeit seltsam beschleunigten Wachstums durchlebten, die 40 Jahre dauerte. Danach begannen sie, wie erwartet, zu wachsen. Der Strahlungsgrad in der Nähe des Kraters ist auch höher als in den umliegenden Gebieten. Niemand hat eine Erklärung für diese Tatsache. Darüber hinaus wächst nichts auf der bluterstarrenden Formation. Vielleicht, weil der Krater auch die sympathische Angewohnheit des ständigen Wandels hat. Er steigt und fällt, beeinflusst von einer unerklärlichen Kraft. Die Einheimischen glauben an das Böse, das an diesem Ort wohnt. Während der Erforschung des Amazonas-Regenwaldes entdeckten Forscher gigantische Geoglyphen. Das sind geometrische Zeichnungen, die in den Boden geschnitzt sind. Die Gräben waren bis zu 11 Meter breit und 4 Meter tief. Sie wurden zu unterschiedlichen Zeiten erstellt, die meisten zwischen dem 1. und dem 15. Jahrhundert. Es gibt mehr als 450 Geoglyphen im Norden von Bolivien und Brasilien. Die ältesten von ihnen könnten vor rund 3000 Jahren entstanden sein. Die reisigen Erdwerke wurden wahrscheinlich für allgemeine Treffen und Diskussionen genutzt. Aber Wissenschaftler haben noch nicht genügend Beweise gefunden.